Hallo, mein Name ist Uwe Martens, ich bin Rechtsanwalt bei Elixir Rechtsanwälte in Frankfurt am Main. Heute widmen wir uns der Frage, wenn dir jemand Geld schuldet, wie du möglichst ohne Gerichtsverfahren an einen Titel, sprich an einen urteilähnlichen Umstand herankommst, der dir die Zwangsvollstreckung ermöglicht, sprich den Gerichtsvollzieherauftrag zu erteilen. Weißt du es, dann kannst du dir diesen Beitrag sparen. Weißt du es nicht, verrate ich dir jetzt, wie du geschickterweise vorgehst. Wenn du Alternativen zu Gerichtsprozessen suchst, dann hat die Zivilprozessordnung da verschiedene Varianten. Man kann anstelle eines Gerichtsurteils auch einen Anwaltsvergleich schließen oder man kann beispielsweise eine notarielle Beurkundung vornehmen lassen. Heute möchte ich auf die notarielle Beurkundung eingehen. Dir schuldet jemand Geld und du möchtest sicher gehen, dass er bezahlt oder dass du eine gewisse Grundabsicherung hast, ohne die Folgen, die sehr oft teuer sind, einer Anwaltsbeauftragung und eines Gerichtsverfahrens mit Gerichtskosten und dem Risiko, dass derjenige, der das Gerichtsverfahren verliert, natürlich die Kosten zu tragen hat. Und da ist es ganz gut, einfach ein sogenanntes notarielles Schuldanerkenntnis sich geben zu lassen. Und hierbei gilt es, zwei Wege zu unterscheiden, nämlich einmal ein sogenanntes abstraktes Schuldanerkenntnis, wo einfach gesagt wird, hier, pass mal auf, ich begründe ganz unabhängig von etwaigen bestehenden Umständen eine neue Forderung für dich in der und der Höhe, die du mir schuldest. Und die Urkunde oder aus der Notarurkunde soll das sich selbst ergeben. Das soll der neue, begründende, konstituierende Umstand sein, der dir es ermöglicht, aus diesem Schuldversprechen, aus diesem Schuldanerkenntnis vorzugehen. Der Notar wird nur deswegen beauftragt, weil der dazu in der Lage ist, die Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung zu machen. Das heißt, der Gerichtsvollzieher kann die Notarurkunde bekommen und dann losmarschieren und bei dem Schuldner von dir Geld holen. Die zweite Variante, die es gibt, Nummer zwei, ist die, dass ein sogenanntes deklaratorisches Schuldanerkenntnis abgegeben wird. Da wird auf gut Deutsch gesagt, was sozusagen tatsächlich aus den bestehenden Umständen für eine Schuld entstanden ist, beispielsweise aus einem Darlehen, aus einem Kredit, aus einer Straftat, aus einer Mietforderung, aus was auch immer. Und dann kannst du diese erklärend einfach sagen, diese Urkunde bestätigt, dass diese Forderung unstreitig gestellt wird, dass Einwendungen und Einreden sozusagen nicht erhoben werden und nicht geltend gemacht werden und dass hier eine Vollstreckung aus der Notarurkunde erfolgen soll. Vorteil ist, du sparst dir enorme Gerichtskosten. Solche notariellen Schuldanerkenntnisse sind um Längen günstiger, als wenn du ein Gerichtsverfahren durchziehen würdest. Da sind sogar meistens die Gerichtskosten, weil es 3,0 Gerichtskosten entstehen, teurer im streitigen Verfahren, als wenn du zum Notar gehst. Daher meine Empfehlung, zum Notar gehen und ob du die Variante deklaratorisch, konstitutiv, abstrakt oder konkretes Schuldanerkenntnis wählst, das kannst du gerne mit mir besprechen. Nimm Kontakt mit mir auf unter fragen@recht-hilfreich.de. Kannst mich auch anrufen, das ist 069 für Frankfurt und dann 95 92 91 90. Es ist ganz spannend da zu schauen, welche Gestaltungsvarianten in der Ausformulierung des jeweiligen Schuldanerkenntnisses bestehen. Da haben wir viel Erfahrung. Da würde es mich freuen, wenn du in Kontakt mit uns trittst. Bis dahin, tschüss.